Diese Folge, Leute, war wirklich zu krass. Ich kann es euch jetzt mal ganz kurz ein bisschen zeigen. Als allererst haben wir Avisom, Elena und Gambo getroffen. Natürlich kannten wir sie nicht und wollten gucken, ob sie nett sind. Dann haben wir bemerkt, dass sie wirklich doch schon eher nett sind und zu uns gehören und haben sie gefragt, ob sie den Höllenkriegern beitreten wollen. Deswegen, wollt ihr vielleicht in die Höllenkrieger kommen? Dann sind wir zu unserer Festung geflogen. Dann ist was ganz Schlimmes passiert. Was wollt ihr hier, Junge? Hey! Sag mal, spinnst du oder was? Hey. Ah! Er macht unsere Festung kaputt! Spinnst du? Jetzt viel Spaß mit dem Video! Hä? Oha, hallo? Oha, oha! Die sind hallo? Wirklich da! Wer seid ihr denn? Hallo. Ey, Leute, Leute, ich sag euch mal was, okay? Wir nehmen, also, setzt eure Hüte ab, wenn wir uns vorstellen. Ja, okay, okay. Also, wir sind die Höllenkrieger, falls ihr uns nicht kennt, ja? Wir sind die Lieben auf der Insel, die anderen sind böse, ja? Sue und so, die sind böse. Ihr müsst uns vertrauen, okay? Also, bevor wir irgendwas machen. Ihr vertraut uns, oder? Also hier, warte mal, guck mal, hier ein bisschen Vertrauensbonus, hier, guck mal. Ich hab noch ein bisschen was für euch, Leute, für euch beide. Einmal ein bisschen das hier, ja. Dann noch einmal das. Ja, ein bisschen Goldklumpen gibt's noch hier, guck mal, Flex, Flex hier. Ja, wir sind die krass hier, wir sind reich. Wir sind die Reichen hier. Wahrscheinlich wurde dir von den Lauchbrüder-Schatten-Loser irgendwie noch nie so beschenkt, oder? Also, weil die Höllenkrieger stehen für Gerechtigkeit, Stärke und Toleranz. Ist so. Wir sind die Krassen hier. Ja. Eigentlich. Und das ist auch gut. Leute, ich merke, ihr seid auch gut, ja? Also, weil ihr habt bis jetzt noch nicht irgendwie Stress mit uns angefangen. Deswegen wollt ihr vielleicht in die Höllenkrieger kommen? Nein, du bist noch nicht so hastig jetzt. Ich sag mal ganz ehrlich, also, wir haben eine Höllenkrieger-Königin, ja? Aber natürlich, wir brauchen noch mehr weibliche Kriegerinnen, weißt du? Und deswegen wäre das auf jeden Fall perfekt, wenn, vor allem wenn du dann auch noch am Start bist. Und Gambo, ich sag ganz ehrlich, dein Bizeps ist schon massiv gewachsen, Digga. Sag ich so, wie es ist, Digga. Oh, ich bin ganz rot, hört auf damit. Also, ihr werdet auf jeden Fall eine Bereicherung. Ihr habt gesehen, wir haben Reichtum, wir können Geschenke machen. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Wir sind im Nether stärker als die anderen. Nein, wir sind schon eh die Stärksten, aber dann sind wir noch stärker. Ja, im Nether haben wir diese besondere Macht und ihr könnt die auch haben. Das ist ja voll. Ist das im Nether, ist das eure Base? Die sah so krass aus. Ich hab die kurz gesehen. Du hast sie schon gesehen? Wie? Das sah voll krass aus. Da war so eine Riesenhalle. Ja, das ist unsere Base. Dann ist das unsere wahrscheinlich. Wollen wir da ein bisschen weiter quatschen? Ja. Da werden wir dann stärker, oder was? Wir werden Da können wir unsere Macht mal demonstrieren, Alter! Ja, wir sind richtig stark, Leute! Höllenkrieger! Ja, Mann! So ist das hier, Alter. Okay. Dann habt ihr Lytran und so? Ja. Raketen? Habt ihr genug Raketen, Leute? Boah, ich hab nur noch 10 oder so. Warte hier, bitte schön für dich. Wir sind natürlich, wir schenken gerne Sachen. Hier, guck mal. Wir müssen dann auch im Nether ein bisschen vorsichtig natürlich fliegen und flachen und so, ne? Ja, wir müssen vorsichtig sein, damit das uns... Okay. Alles klar, folgt mir. Ich kenne den Weg. Okay. Let's go, Leute! Fuck, ich muss da hin! Haben wir das bisschen getan in dem Dschungeltempel. Im Tempel drin? So. Ja, da ist nämlich einmal das Netherportal. Ey, was will die Skelett hier? Mann, was wollen die? Leute, ihr könnt uns wirklich vertrauen. Die müssen ins Innere vom Tempel kommen, genau. Einmal ganz nach unten. Ganz nach unten, okay. Wir sammeln uns vor dem Tor. Nein, warum sollen wir euch eine Falle stellen? Wir wollen ja, dass ihr bei uns dabei seid. Leute, kommt nach, Leute! Das macht gar keinen Sinn. Also, rein da! Aufpassen, nicht runterfallen! Das wird nämlich nicht so gut. Ja, hier ist ein bisschen eng. Das wird nicht so gut enden, deswegen, wisst ihr? Das ist... Willkommen auf der... Nee, er kriegt keinen Schaden. Leute, kommt alle in mein Salto machen! Ja! Guckt euch, was gemacht haben! Alter, ich krieg gar keinen Schaden! Wir können in Lava schwimmen, Leute!
Checkt ihr das? Könnt ihr das auch? Kommt mal runter, Leute. Das ist richtig gemütlich ja, hier. Ja, diese Macht wird euch auch zuteil, wenn ihr zu Höllenkrieger kommt. So schön warm. Oh, oh, das ist so toll. Springt auch mal runter. Wir beziehen unsere Kraft aus der Lava. Ah. Das trau ich mich nicht. Doch, ey, das Sufi, traut ihr euch. Auf. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ihr wollt. Weiß ich nicht. Was denn zeigen? Ey, Sufi, das runter zu springen. Ah, ey, Sufi, warum fällst du nicht runter? Sufi, beruhig dich jetzt. Okay. Wir haben Gäste! Stimmt, stimmt. Das habe ich vergessen. Okay, wir gehen jetzt. Wir gehen nochmal hoch. Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Wir müssen nochmal hoch. Oh, weil der Weg ist ein bisschen in die Richtung. Und wir müssen auch ein bisschen mit Elytra fliegen. Okay. Aber den Großteil können wir ein bisschen laufen, ja? Könnt ihr in der Zeit mal erzählen, warum seid ihr eigentlich wieder so auf der Insel? Was sucht ihr hier so? Oh, yeah. Wir wollten mal wieder ein bisschen Spaß haben. Wir wollten uns mal wieder umsehen. Ja, ja. Wir haben immer wieder Nachrichten bekommen, dass hier wohl einige verrückte Sachen... Ja, vor allem Sue und so. Ja, die sind richtig verrückt. Die sind richtig verrückt. Die sind komplett durchgedreht. Ja, die sind die schlimmsten hier. Ja, die greifen uns immer an, töten uns. Ohne Grund, weil... Einfach so? Ja, einfach so. Einfach so, ja, ja. Es macht gar keinen Sinn, warum die sowas die ganze Zeit mit uns machen. Echt? Aber wir schlagen mittlerweile zurück. Wir müssen glaube ich, hier hoch. Na, langsam, da werden wir die schon komplett platt machen, ja? Ja. Wir haben auf jeden Fall hier gar nichts mehr zu sagen im Nether. Das ist nämlich unser Bereich. Das ist unser Bereich, Mann. Für die Höllenkrieger, Höllenkrieger. Ja, weiter geht's. Und wer hat euch eingeladen auf die Insel? Wie habt ihr vom Nachruf gehört? Das war Flo. Flo hat das. Flo ist auch böse. Warte mal, das heißt. Heißt das, ihr habt ein bisschen mit ihm zu tun oder was? Ja, er ist böse. Also seid ihr auf seiner Seite? Er hat uns wieder reingeholt, aber wir wissen es noch von keiner Seite. Achso, aber ihr seid nicht mit dem Freund oder so. Ja, okay, das ist nämlich gut, sonst. Weil die Basis weiß, glaube ich, so gut wie keiner, wo die ist. Und deswegen wäre das jetzt ein bisschen... Er ist nicht gut, aber wir vertrauen euch jetzt einfach mal, weil wir brauchen neue Mitglieder. Weil es schließen sich gerade so viele Clans, da sind wir ein bisschen unterrepräsentiert. Deswegen brauchen wir euch, ja? Okay, verstehe. So, ich glaube, hier können wir auch ein bisschen durchbuddeln. Ich mache uns mal hier einen Weg. Oh Gott. Gio, du bist richtig stark, sag ich dir ehrlich. Weiß ich nicht überhaupt, Kirche. Ja, ich kenne den Weg. Ich mache aber einen, ich mache hier einfach ein paar Tunnel, dass wir einfach immer undercover gehen können, Alter. Oh mein Gott, bist du schlau. Das ist der Weg der Höllenkrieger. Wir können nämlich hier eigentlich immer durch. Guck mal, wir können so durchgehen. Aber die anderen brauchen natürlich auch einen Weg. Könnt ihr mir bitte helfen, Leute? Ich bin runtergefallen. Bitte, Leute. Ey, du musst aufpassen. Zieh deine Elytra aus! Wie ist das? Ich kann mir nicht aus! Wer war das von euch? Wer baut denn einfach so den Boden ab? Das war Alpha-Steinchen, glaube ich. Ja, der macht eigentlich immer so Faxen. Warum machst du so Faxen, Mann? Mann, Steinchen! Auf zu weinen, einfach Steinchen, Mann! Elena, spring rüber! Geht's dir gut, Gambo? Spring rüber! Du musst rüberspringen! Ja, ey, wir können schon die Festung von hier sehen. Seht ihr sie schon? Oha! Die sind ja immer noch so krass. Ja, wir sind schon fast da! Los geht's, ich kann's kaum glauben! Die ist richtig krass! Das ist die krasseste Base, die ihr je gesehen habt, Leute, ja? Natürlich. Ja, ist richtig. Ihr wisst gar nicht, wie lange das gebraucht hat zu bauen. Tagelang. Auf jeden Fall bewerten. So, ich mach hier sogar extra einen Weg für uns. Freunde, ich spring darüber einfach. Tschüss. Ja, ich auch, wenn ich schwimme. Ich liebe Schwimmen. Wollt ihr auch nachspringen? Du bist schon eine Challenge. Kriegen und so. Hallo, Freunde. Ey, was geht? Wir sind die Stärksten einfach. So, sind wir gleich da, oder was? Mhm. Was ist das? Vergast. Hey! Er ist jetzt runtergefallen. Du kannst dich auch weiter rüberbauen, wenn du willst, Selina. So. Warte, hier geht's schon. Aha. Wo geht's denn hier rein? Hier. Meine Spitzhacke macht manchmal Flitzen. Wo ist denn die Klingel hier? Die Klingel? Das ist eine riesengroße Klingel irgendwo, ich weiß nicht. So. Aber Steinchen, baue ich doch nicht durch! Du Mann, hast es kaputt! Bist du verrückt oder was? Spinnst du? Ja, töte einmal Steinchen, töte ihn! Willkommen in unserem Palast!
Der sieht richtig cool aus. Ja, oder? Ja, hier können wir tanzen und unsere Schlachtpläne schmieden und alles drum und dran. Wir haben Lagermöglichkeiten, aber also wir sind noch nicht ganz fertig, deswegen haben wir noch Baublöcke gelagert. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja. Wir haben langsam keinen Bock mehr dafür, weil das dauert. Das ist unsere ganz dicke Festung. Oh, Timmy, du bist auch hier! Timmy, was geht? Timmy, los hier! Ja, wir haben hier neue Höllenkrieger vielleicht. Wir wollen hier rekrutieren. Neue Höllenkrieger. Ja, guck mal, Elina und Gambo sind hier, Timmy. Seid ihr wirklich würdig genug, den Höllenkriegern beizutreten? Das wollen wir rausfinden. Oh, das weiß ich noch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich auch nicht. Weiß nicht, ob wie, das ist. Hey, aber ihr guck nicht. Mal. Ihr seid doch hier. Check doch mal, wir haben die Macht, durch Lava zu schwimmen. Wir sind stärker und dieser Palast könnte auch ein Teil von euch sein. Das ist so. Wow. Cool so. Ja, also Lava durch Lava schwimmen. Das ist voll OP, ich sag euch ehrlich. Und außerdem sind die anderen Clans sowieso alles nur Loser-Clans. Ja, die sind böse. Die waren OGs. Timmy, die sind böse, ne? Das wie diese glauben euch nicht, dass die anderen, die anderen. Böse. Doch, die sind böse. Ja, die sind böse. Was hat der denn gemacht? Der war immer voll zu mir. Uns angegriffen immer und so. Er killt uns ständig mit seinen komischen Crystals, Mann. Der denkt auch, der wär's. Genau. Und außerdem wisst ihr jetzt, wo unsere Base ist. Das heißt, so oder so seid ihr jetzt ein Teil von uns, ne? Richtig. Das war so vorher gar nicht abgemacht. Nein, ihr müsst ein Geheimnis für euch bewahren können, sonst habt ihr wirkliche Probleme auf der Insel, sage ich euch. Kriege ich hin, gar kein Problem. Ja, guck mal, da kommt schon sogar ein Zombified Picklin, unser Bodyguard hier. Richtige Kompagnons hier, ich sag euch ehrlich, ey. Ja, richtig. So sieht's aus. Ja, also, habt ihr richtig Bock oder was? Höllenkrieger, für immer. Du müsstest dann halt deine komische grüne Rüstung, vielleicht weiß oder rot färben. Ja, das sieht echt kacke aus. Ja. Die Farbe. Die sieht kacke aus, Mann. Aber das passt nicht zu uns. Mach sie rot. Genau. Ich komm dann einfach nicht hierher. Du passt hier! Bist du dir sicher? Was soll denn das jetzt? Freunde, wir wollten keinen Stress haben, wir sind ganz. Ich wollte mich doch nur mal umgucken und ihr macht. Ja, aber was verpönst du unsere Rüstung? Ich verpönst du. Sie ist doch nicht mal einheitlich. Doch, ist sie! Ja, seid so weiß und rot. Ja, und die ist natürlich nach Rang rangiert, Alter. Logisch. Ja, das sind die nicht guten. Das sind hier die zwei Toilettenputzer. Hey, du bist so oder was? Hey! Hat der so geredet jetzt? Das sind nur kleine Späße, Leute. Kleine Späße unter Freunde, wisst ihr? Ja. Ja, okay. Also, was Sache? Seid ihr jetzt dabei oder seid ihr dabei? Also ich würde erstmal sagen, so, dass wir uns das nochmal überlegen. So. Ja, genau. Überlegen? Wieso hört ihr euch so komisch an auf einmal so? Das ist unser zweiter Tag. Also ihr kennt ja uns. Vielleicht sind wir auch richtig schlimme Leute. Warte mal, mit wem habt ihr schon alle geredet? Mit wem habt ihr schon geredet auf der Insel? Wir haben noch mit keinem geredet. Aha. Wir haben mit Flo so ein bisschen geredet. Mit Flo also, ja, aha, okay. Sagen sollen, Elina, ja, was hat denn der Flo gesagt? Ja, das stimmt auch wieder, die wissen es eigentlich. Wir haben mit Flo geredet. Flo hat uns hergebracht. Ich glaube euch nicht, dass der böse ist. Doch, der Flo ist böse! Er ist der böseste, Leute! Ja. Wirklich! Ihr könnt nicht zuhören, oder? Aber Flo, die Höllenkrieger stehen für Gerechtigkeit! Ja, für Ehre, Stolz und Stärke. Hölle und Gerechtigkeit, das ergibt nicht mal Sinn. Doch, das ergibt richtig viel Sinn, Mann. Ja, natürlich. Jetzt färbt endlich seine Rüstung um in Rot. Oder in Weiß geht auch. Ja, und Elina, du brauchst auch. Also die müssen uns erstmal ein Tribut geben, dass sie hier ein Teil von uns sind. Das heißt, mindestens ein Totem oder Dias. Ein Totem oder Dias? Haben wir die nicht eben beschenkt? Wir haben die doch eben beschenkt. Ich bin ein armer Schlucker. Er lügt uns an, Leute. Die haben bestimmt schon mit den ganzen Chaos, Flo, Lauchbruder und alle drum und dran geredet. Ich glaub euch kein Wort. Du steckst auf einmal dein Tote weg und sagst, du bist da am Schlucker. Elina hat gesagt, Chaos, Flo hat schon mit denen geredet. Und du sagst, das hättest du nicht sagen sollen. Ja, was ist hier los? Seid, dann müsst ihr doch verzeihen können. Seid ihr Spione oder was? Wir sind keine Spione. Wir sind keine doch, ihr seid ein Spion. Ich seh's doch direkt. Ich seh's direkt an eurem Auge. Warum zittert deine Stimme, Gambo? Was? Warum zittert deine Stimme, Gambo? Das gefällt mir nicht. Gar nicht.
Natürlich zittert die. Was zittern die so? Nur ein bisschen. Das stimmt gar nicht. Zittern nicht. Zittern nicht, oder bist du ein Teststicks, der auch immer so zittert? Ja, bist du ein richtiger Zittersticks, ist das. Ja. Ey, Leute. Nein, schön hier geblieben. Ey, wir machen jetzt keine Faxen. Ich muss essen. Schön da geblieben. Ja, ich hab keine Sachen jetzt. Ey, Leute, nein, ich geh da wieder rein. Du gehst da wieder rein, Gabo. Geh da wieder rein, Mann. Was verstehst du denn jetzt? Geh da wieder rein, ey. Spinnst du oder was? Ich hab gesagt, du sollst da wieder reingehen. Ich glaub, du spinnst doch. Okay, was verstehst du nicht? Ich hab gesagt, du sollst da wieder rein, Mann. Ich glaub, ihr sagt doch über euch oder so, Mann. Was versteht ihr nicht? Warum eskaliert denn das jetzt auf einmal? Ja, aber du machst mich zurück hier. Wer hat angegriffen? Bro, wer hat die angegriffen? Warum hast du unsere Festung kaputt? Junge! Ich will euch! Ich töte euch! Ich töte euch beide! Ich töte dich! Kausflo, komm her! Ja, alles gut, Leute. Ich kann hier schwimmen wie in einem Pool. Oh, das ist doch gewollt werden. Boah, das ist richtig geil, Leute. Oh, stimmt. Danke, Leute. Wirklich. Alles gut. Ich schwimme einfach hier unten. Alles gut. Alles gut. Jetzt wisst ihr nicht, wo ich bin. Passt schon. Aber ich muss irgendwann hochkommen. Nein, ich krieg keinen Schaden. Alles gut. MB, du kriegst keinen Schaden. Ja. Hallo, Leute. Was geht? Oh. Was und geht? Tschüss. Ach, ey. Mann. Okay, jetzt. Ey, mach mir Schaden, Leute, bitte. Bitte, Leute. Bitte, alles gut. Alles gut. Hier, die Kritzelkrieger sind die heftigsten. Nein, ihr seid die Schlechtesten. Ja, so trifft es eher. Oh, Jungs, pass auf, die machen übertrieben viel Damage. Leute, Mann, lass mich doch mal raus, bitte! Bitte, lass mich mal raus! Sue, jetzt bist du dran, Sue. Sue, guck mal hinter dir, Sue. Guck mal hinter dir. Ich kann in Lava schwimmen. Wir haben keine Waffe, das ist einfach krass. Okay, kann schon sein, aber komm her! Tschu, Junge! Ich kill dich, du bist sehen! Ich werde euch beide killen, Mann! Ihr werdet sehen! Mann, könnt ihr mal aufhören, Leute? Das nervt aus, Flo! Komm, wo bist du, Flo? Wir machen gar kein Damage! Ja, macht ihr auch nicht! Tschu! Tschu, Junge, jetzt kill ich ihn, das reicht mir. Ich glaube, die sind viel zu stark, Leute! Wir müssen uns zurückziehen. Elina, bist du Elina? Zurück. Ja, da kann ich dich auch direkt mitkillen. Lass Elina in Ruhe, Junge. Nein, ich mach gar nichts. Komm her. Ihr beide kommt jetzt her. Ihr tretet den Höllenkrieger Elina, bei. Ich keine Goldäpfel mehr. Wir müssen uns wirklich zurückziehen. Ja, ich versuche den irgendwie noch aufzuhalten. Ist Elina dran, Mann. Komm her. Elina in Ruhe, Junge. Nein, ich lass niemanden in Ruhe, Mann. Ihr habt selber Schuld. Ihr seid die Bösen, nicht wir, ja? Habt ihr ganz schön selber Schuld. Und ich hab Bogen benutzt. Mann, ey, Leute, was geht hier ab? Ey, ich glaube, die spinnen doch. Ey, wir sind stärker, ja? Ich weiß, aber... Die sind schwächer geworden irgendwie, ich weiß nicht. Da hinten sind die, ich flieg mal zu denen. Hey, der, los, Leute, wo sind die Leute? Wo sind die? Zu uns, Alter, die dürfen nicht abhauen. Ich flieg zu denen. Hallo Leute, was geht? Wie geht's euch so, Leute? Wir gehen zu denen nach Hause und sprengen da auch alles, Alter, ich sag euch ehrlich. Warte, ich hab Bogen, warte mal, wo sind die? Wo sind die? Ja, bin ich. Geht denn? Ja, ich hab euch! Nein. Lass runter. Ja. Warte. Er hat die Lytra an. Er ist schwach. Ja, nimm ihn dir. Aber stellt ihn! Nimm den dir. Geh schnell. Kill ihn. Bro, den will ich haben. Ja, den müssen wir killen. Den müssen wir killen, Alter. Schnapp ihn euch. Ja, aber er kriegt keinen Schaden, ich weiß auch nicht. Wie hinten sind das? Ja, jetzt ist er ein Lava. Ey, das ist der da hinten, Mann. Bro, schnapp ihn da hinten. Ja, der ist jetzt dran. Bleib doch stehen. Gambo, bleib stehen. Gambo. Wir killen dich jetzt, Gambo. Bleib stehen. Er gibt dich von uns. Er gibt dich. Er rennt da mit mir. Achso, das ist er. Hallo. Gambo.
Gamma, sei unser Gefangener! Sei unser Gefangener! Gamma! Du bist unser Gefangener ab jetzt! Ja, dann stirb, dann wir kriegen mit deinen Items! Junge, ich mach ja, Totem, Leute! Ja, wir kriegen dich! Gambo, du bist dran, Bro, du bist dran, Bro. Chance. Er hat keine Chance. Chance, Bro. Nein, 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 keine Enderperle! Nein! Ja, ey, wo ist denn? Noch jemand. Wer ist da? Oder? Weiß was? Nicht. Bro, der rennt so schnell rum, Bro, ey. Bro, was ist denn heute los hier, Leute? Warte, ich flieg Junge, hin. Die haben unsere ganze Gambo, ergib dich, ganz einfach. Ergib dich, Gambo, ergib dich, Gambo. Ganz einfach, ergib dich einfach. Ergib dich einfach, Gambo. Ergib dich doch einfach. Mann, jetzt krieg ich dich. Wie die Ja, ich geh jetzt. Mit dir, nein! Oder? Warte, ich hab auch Enderperlen. Ich geh jetzt danach. Ich geh jetzt nach. Ja, okay, also. Schnapp ihn dir. Er ist da hinten. Er ist da hinten. Hallo, Ghost, ein Mann, ey! Hi! Schöne blöden Pyrofrüchte, Junge! Ey, komm da oben ja, runter! Hast du die Lava? Nein! Jetzt reicht's. Ey! Wusste. Hey, Tidashi, jetzt kill ich dich! Du wirst sehen! Du wirst sehen! Ja, haust du ab, weil du schlecht bist. Wir wissen es schon! Wir wissen schon! Wir wissen schon! Wir wissen alle, dass du schlecht bist, Tidashi, okay? Wir wissen es! Hey, Snoopy! Ja, was, Tidashi? Du bist schlecht! Was willst du von mir? Geh mal weg! Dass du dich ergibst, will ich! Ja, okay, Bro. Was, was hast du davon? Ja, dass ich dann deine Items bekomme, Bro. Ich will einfach deine Items. Gar nichts von mir. Ich will einfach deine Items, Bro. Das reicht mir. Okay, Bro, warum stirbst du nicht? Warum stirbst du nicht? Meine Items. Komm, warum stirbst du nicht, Bro? Komm, du bekommst meine Items. Ja, okay, komm, komm, komm. Hallo, meine Rüstung ist fast ja, kaputt. Ja, okay, komm, wir gehen hier hin. Wenn ich dann deine Bro, Items bekomme. Eine, ich muss mir eine Sache beantworten, wenn ja? ich dir meine Items geben soll. Ja, ja, bitte. Ich werde dir einen Großteil meiner Items geben, die ich mir mental okay, gehabt habe, aber nicht alle. Gib, Elytra gib und so zumindest. Gib her, gib erst, her. Aber ich will zuerst, dass du mir eine Frage beantwortest. Ja, ja. Warum macht ihr so viel Damage? Ich kann eh nicht mehr abhauen. Weißt du, weil wir krass sind halt. Weil wir krass sind, ganz einfach. Krass, Alter, was hast du für ein Outfit an, Alter? Sieht echt hässlich aus. Bro, was hast du auch schon mal im Spiel geguckt? Hey, das ist nämlich persönlich aber jetzt, Leute. Beantworte mir die Frage erstmal, bevor ich dir meine Items gebe. Ja. Bro, warum macht ihr so viel Damage und kassiert so guck wenig mal, Damage? Ich sag dir ehrlich, ja. Es ist die Hölle, weil, es sind die Höllenkrieger. Ja, weil wir hier im Nether sind wirklich und, stärker hier als wir. Und die krassen sind. Ja, wir sind krasser als hier ja, okay, so. Okay, dann, wie ich abgemacht habe, bekommst du meine Items. Komm her. Okay, okay, gib mir deine Items. Supi, warum du redest du mit mir? Ich will, warte, ey, ey. Okay, ja, brauch ich alles nicht. Hör auf mit dem Zeug hier. Ja. Hörst du auf? So, und jetzt willst du mich verarschen, Tidashi? Willst du mich verarschen, oder was? Du sagst mir deine Items und gibst deine Items nicht. Klaus, wo du auch? Du auch, Klaus, wo? Du bist jetzt ein Mann. Bist du wirklich noch ein Toten? Er will, er will, er will! Ja! Ja, du bist hart, Chaos Flo! Komm her! Komm her, Junge! Flo, komm her! Zieh dich zurück, ey! Ihr seid sowieso Noobs, ey! Komm her, Junge! Flo, hau ab! Lass Bro, du kommst auch her, Bro! Du kommst auch hier! Ja, ich auch! Wer ist da hinten? Du weißt genau, wie wir sind! Ich werde dich bekommen. Ich weiß genau, wer ihr seid. Ihr seid ich weiß genau. Die ohne hey. Diese Buffs nichts können. Wir haben keine Buffs. Wieso sagst Nein, du das? Ihr habt keine ja, Buffs. Weißt ihr könnt du? Hier im Feuer schwimmen. Ihr könnt irgendwie direkt einen mit wir drei sind halt, wir sind halt die Krassen. Wir sind halt die Krassen, Stu. Rückzug, Rückzug. Ja, Rückzug. Versuch's doch. Versuch's doch. Gut, alles gut, alles gut. Haut ab, haut ab. Ja, und du ab, Mann. Ja, Mann. Rückzug. Ja, ich kill ihn. Gesagt, Rückzug, ich kill ihn. Komm, wir killen ihn. Wir killen ihn. Ja, wir killen ihn. Wir killen ihn. Lass ihn Totem poppen. Lass Totem poppen. Ja, na, am besten ihn einfach killen. Am besten ihn einfach killen, Bro. Komm mich nicht. Bye-bye! Och, Bro, in der Lava ist er irgendwie unbesiegbar gefühlt, Alter. Alter, wie viele Leute haben gegen uns gerade gekämpft, Bro? Leute, wie viele waren das? Wir waren vier, und die waren sechs oder so. Bro, das ist sechs Leute. Wir haben so viele Totems geholt. Ich schwör's, wir haben 10 Leute rasiert. Auf die haben nicht mal ein Totem von mir geprockt oder so. Ja, ja, Bro. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, die haben mir bis jetzt nicht weniger als ein Herzschaden gemacht. Bro, ganz ehrlich. Die haben mir auch nicht. Die haben nicht ein Herzschaden gemacht. Warte, da ist irgendjemand, Leute. Hey, besser. Besser! Hallo! Leute! Denkt ihr, ich seh's nicht von dem Gas oder was? Du, hey, wieso fliegst du hoch? Hey, was war das denn? Die machen alles kaputt, Junge! Mann! Bleib stehen, ey! Wir wollen reden! Wo sind die? Hey, wir wollen reden! Die sind weggeflogen, Leute! Die sind weg! Verdammt, ich hab sie fast gehabt, aber dann waren die weg. Raus, Bro. Die finden hier nie wieder raus. 100%. Nein, nein, ich werden sag die dir, auch nicht. Das ey, ist unser da, Gebiet. Nee, die sind da nicht. Das Alpha-Steinchen. Hallo, Freunde. Was geht? Ey, wir haben die einfach fast gekillt, Leute. Checkt ihr das? Das erste Mal, dass wir die fast gekillt haben. Die haben uns Digga, so ein Totem geploppt. Bro hat 4 Totems verloren oder so. Weil er schlecht ist. Ganz einfach. Sieger, Höllenkrieger. Sieger, Höllenkrieger. Sieger, Höllenkrieger. Ja, let's go. Alter, wir haben ja mies gewonnen, wir Bro. Wir sind die Stärksten. Wow. Ja, Mann, Alter, niemand kann uns was, Alter. Das Imperium da wurde eben erst erschaffen, Alter. Ja, Mann. Endlich, Mann. Meine rechte Hand hat richtig rasiert, Alter. Ja.
Und da ist wahrscheinlich genauso. Wir waren Snoopy war auch dabei. Wir waren das Team, was wir uns immer gewünscht haben. Ich sag euch ehrlich. Aber ja, das stimmt schon irgendwie. Wir haben unsere Festung zerstört. Das gibt Rache. Wisst ihr, jemanden von uns? Nee. Niemand verloren? Warte, Beule? Nein, wir waren schon immer zu viert. Beule war die ganze Zeit nicht hier. Was laberst du? Na schön, okay. Bro. Leute, ich muss dir was zeigen. Was Chaoslo kaputt gemacht hat, Leute. Das Wichtigste, er hat gefühlt die ganze Festung kaputt gemacht. Wir müssen, glaube ich, sein Haus sprengen. Ja, ja, die müssen... Kommt mal hier runter, Leute. Guckt euch das an, Leute. Oder die bauen das wieder auf. Bro. Oder wir machen von dem was kaputt. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Ey, das hat so lange gedauert. Leute, entscheidet bitte mal in den Kommentaren, ist Chaosflos Haus zu sprengen gerechtfertigt nach solcher einer Aktion? Denk schon, ja. Ihr müsst auch mal denken, dass Muni das meiste hier auch davon gebaut hat. Naja, deswegen, Bro, das geht nicht. Wir haben einfach den ganzen Weg kaputt gemacht, die ganzen Wände hier oben, einfach Alter. Auf uns. Junge, Bro, das geht gar nicht, ich sag ehrlich. Ey, wir müssen die nochmal finden. Ich sag dir ehrlich, wo sind die hin, Mann? Ich glaub, lass mal zum Portal, ich sag euch was, die haben sich selbst zurückgezogen, weil die so schlecht sind, Alter. Ja, Mann. So, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich wie immer ein Like und ein Abo da. Wir haben die einfach fast besiegt, Leute. Ich komme darauf gar nicht klar. Und ich würde sagen, das war der Supi. Ciao, ciao.